Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Black Flag. Ich bin aus meinem Urlaub zurück. Ich habe jetzt, glaube ich, circa 1,5 Wochen nicht gespielt und ich habe mich mal auf dem Weg zur nächsten Mission begeben. Das ist. Ich sehe gerade erst hier, dass wir. Okay. Das erkläre ich später, ich hier gesehen habe. Momentan ist das ein Geheimnis. Ich habe es gerade erst so im Augenwinkel gesehen und dachte, So, wir müssen hier zu Hauptmission, die Forts. Da wird uns gezeigt, wie wir einen Fort eliminieren werden. Da habe ich bereits getan. Ihr müsst es mir nicht zeigen. Was zum Teufel ist das, eine Höhle? Ich weiß gar nicht, wie ich das mit dem Erkunden machen soll. Leute, hier gibt es so viel zu erkunden, so viel zu machen, so viel zu tun. Ich würde es euch eigentlich sehr gerne zeigen, aber es ist eigentlich unmöglich. Habt ihr Vorschläge zu den Erkundungen hier auf Black Flag? Der ein oder andere von euch würde es ja schon mal gespielt haben. Und vielleicht gibt es Dinge, die ihr gerne sehen möchtet bei Black Flag. Zum Beispiel Festungen erobern oder kleine Side-Missionen. Bringt euch da mal ein bisschen ein und sagt mir, was ihr genau sehen wollt, und dann werde ich das irgendwie versuchen hinzuschneiden. Weil ich werde auf jeden Fall demnächst die Tage, ich habe jetzt noch eine Woche Urlaub zu Hause, und ich werde auf jeden Fall die nächsten Tage verstärkt Assassin's Creed spielen und ein paar Inseln erkunden, dies und das. Und da würde ich gerne wissen, was wollt ihr denn sehen? So, und ich würde sagen, ich gehe mal aus dem Pausenmenü raus und wir starten die Mission. Okay, das war laut. Und? Was wirst du mit deinem Teil des Goldes tun, das wir Gouverneur Torres nehmen? Zurück nach Afrika? Ein Prinz unter Gemeinen? Ich kann nicht an einen Ort zurück, an dem ich nie war. Ich wuchs in Trinidad auf. Ein Sklave vom ersten Atemzug. Ah. Doch würdest du dich, keine Ahnung, nicht heimischer fühlen? So wie du heimischer bist in Paris? Guter Punkt. Mit dieser Haut und Stimme, wo in der Welt kann ich mich damit heimisch fühlen? Dieses Land hier ist meine Heimat. Dieses Land namens Jackdaw, wo ich die Namen aller Bewohner kenne und sie den meinen, wo wir zusammen arbeiten. Nicht immer aus Liebe, aber um das Land über Wasser zu halten. Ich glaube, ich verstehe dich. Dann nehmen wir es uns. Zu Hause ist, wo du dich wohlfühlst. Die Bewohner der Jackdaw. Ja. Gut, musst du. Achso. Wir müssen kämpfen. Ich habe schon mal gegen ein Fort gekämpft, das heißt, ich weiß in etwa, wie das funktioniert. Aber ihr wisst alle, dass ich scheiße bin im Fahren. Ich bin einfach kacke. Wenn es darum geht, mit dem Schiff zu segeln, bin ich einfach scheiße. Und deswegen wird das hier lustig. Ich werde einfach von Weitem attackieren. Aha, ich komme gar nicht an. Wie cool. Da hinten ist noch ein Boot. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mir das noch erschweren, indem da hinten noch ein Schiff ist? Oh. Ja, ich bin so weit weg! Und wo segelst du denn hin, Schiff? Das ist auch komm. Beim letzten Mal war das doch nicht so. Da hatte ich kein Schiff. Okay, oh Gott. Ja, okay. Das hatte ich beim Anfang nicht hinter mir. Nein, Hilfe, nein, bitte, nicht, nein. Wir haben sie abgeschüttelt, Sir. Die schießen, wir müssen in Bewegung bleiben. Ein Schott hat's völlig zerlegt. Fuck. Sektion ist verloren. Ja, ist okay. Alles wird gut. Tun wir mal so, als hätte ich jetzt nicht von Anfang an verkackt. Ich will doch nur das Fort fertig machen. Wir werden alle in den Tod gerissen, Captain. Was soll ich machen? Runter! Runter! Macht euch bereit! Oh Gott. Beim letzten Mal war das einfacher. Das kann ich euch sagen. Ohne Tornados. Ohne zusätzliche Schiffe. Alter, kannst du das mal lassen? Okay, ich bin ziemlich am Arsch. Und wir werden sehen, ob ich es trotzdem schaffen kann. Ob ich ein Profi bin. Bitte, hey, Profi, Freunde, sagt es mir. Wir dürfen nicht in dieses Monster geraten. Wir müssen diese Türme treffen. Feuer! Ich habe keine Reichweite. Und da hinten ist ein Schiff. Oh Gott. Okay. Ja, ist gut. Das Ding hat so viel Leben. Ihr wollt mich doch verarschen.
Okay, okay. Jungs, könnt ihr mal das Schiff reparieren? Das wäre echt nice. Haha! Okay, kämpfen wir erstmal mit dem Schiff hier, bevor wir dann uns gegen die Festung verteidigen. Ja, was tue ich denn gerade? So. Angriff! Okay. Ja, was soll ich machen? Wiederholen. Wiederholen ist gut. Okay, der erste Versuch, der war vielleicht nicht ganz so gut. Auch cool, Edward. Upgrades für Jackdaw. Jackdaw Upgrades, okay. Können wir das jetzt schnell machen? Krieg ich da einen Bonus für? Ich kann nichts. Ich kann eigentlich nichts machen. Da, ich kann. Standard-Rammsporn und mittelstarke Rundkugeln. Ich kann nichts machen. Ich kann einfach nichts machen. Okay, wir sterben mit Absicht. Oder nicht? Wir versuchen zu kämpfen. Ich werde niemals aufgeben. Wir werden das schaffen. Ich hab mich geduckt. Okay. Zweiter Versuch. Segelsatzen! Ach, plötzlich zieht kein Sturm auf. Ich wollte mich doch verarschen. Das Spiel hat es mir gerade extrem schwer gemacht mit dem Sturm zusätzlich. Naja. So, wir müssen einfach nur das Schiff erstmal vorher kaputt machen. Lasst uns die Türme ausschalten. Für den Rest interessieren wir uns erstmal nicht. Ihre Freunde kommen, Captain. Rammen, Captain! Sind bereit, Sir! Es ist eine Brig! Die Flaggen sind spanisch! Die sind bereit, Sir! Verdammt daneben! Ich kann nicht treffen! Feuer, Sir! Okay, ein Schuss und dann fliehen wir! Fliehen, fliehen, fliehen! Du wirst mich nicht rammen. Sie haben uns, Captain! Topsegel raffen! Wo sind die denn jetzt? Alter. Ja, wenigstens haben wir diesmal keinen Sturm. Das war einfach nur das Scheißspiel. Feuer! Das Spiel hat mich einfach geprankt. Eine Salve genau da rein. Oh oh. Oh oh. Oh shit. Alle Segel, Bewegung. Okay, vielleicht kümmern wir uns doch lieber um die Türme. Oh oh. Schnell. Schnell. Okay. Okay, ich glaube, wir haben es geschafft. Okay, Jungs. Auf die Türme. Könntest du verhindern, dass Jungs feindliches Feuer! 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 Ein Zeichen, Captain! Einschlag! Feuer! Ignorieren wir das Schiff! Feuer! Bereit zu feiern, Sir! Diese Salve hat uns getroffen, Sir! Das zu reparieren. Na komm! Schwachstelle ist ungeschützt! Ihr macht's doch kaputt! Ja! Ja, okay. Bleib nah dran, dann kannst du. Wir haben einen Mann zurückbekommen. Und jetzt kümmern wir uns. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nicht rammen, bitte nicht. Oh Scheiße, ich bin in der Schusslinie. Oder auch nicht. Warum muss es die Schifffahrt sein? Warum kann ich nicht einfach auf dem Ponyhof sein? Oh Gott! Oh. Okay, wir sind wieder außer Reichweite. Verdammt, bist du verrückt, Captain? Ja, so ein bisschen. Damit habt ihr nicht gerechnet, ihr kleinen Spackos. Na? Feuer! Oh ja, oh ja. Oh Gott, ich bin mittendrin im. Oh Gott! Obacht! Ich glaube, wir haben es geschafft. Okay. Hä, was zum. Nein! Nimm die Kettengeschosse! Feuer! Ja. Halt nicht mehr viel aus, Captain. Wir sollten uns schützen, wenn man auf uns feuert. Ja, was soll ich denn machen? Ich werde von beiden Seiten beballert. Wir wurden touchiert, Bruder, Captain! Ja, ich soll alles machen. Ich soll mich aufs Ruder konzentrieren. Ich soll mich auf den Gegner konzentrieren. Ja. Soll ich noch deine Mutter pflegen oder was? Im Altersheim. Währenddessen ich hier fighte. Soll ich meine Steuererklärung machen, ja? Das ist doch das, was du willst. Was ich alles alleine mache. Hilf mir doch. Gleich habe ich dieses Arschloch. Feuer! Sie dort, Sir. Das wird sie versenken. Feuer! Erwarten Befehle. Naja, ich bin dann Befehle, organisieren. Sicheren Ankerplatz für die Reparaturen. Da ist ihre Schwachstelle.
Okay. Wir müssen über. Oh, jetzt seid ihr am Arsch, Freunde. Ups. Okay. Ich hab Scheiße gebaut. Ich muss erst mal wenden. Wenden. Oh Gott, lasst mich. So, dich retten wir noch mal kurz. So, ja, das Schiff lassen wir da hinten mal vor sich hin vegetieren. Ich brauch's nicht. Wird auf jeden Fall zumindest, die wenn ich die Türme ausgeschaltet habe und das Schiff immer noch bereit ist zum zum Entern, werde ich da hingehen. Ich liebe diese schlauen Kommentare von meinen Mitarbeitern. Das ist einfach. Ich brauch so eine Vorschlagbox, wo sie dann ihre Zettelchen reintun und dann sagen sie, ah, wir müssen die Türme zerstören. Ja, das wäre echt. Das wäre das Wichtigste. Bereit zu feuern, Captain! Wir haben es ja gleich, wir haben es ja gleich. Okay, aus der Schusslinie. Aufgeilen, nehmt Druck vom Baum! Einholen! Vorsegel, einholen! Jetzt hört mal auf, um mich zu zielen! Nein, bitte nicht! Achtung! Oh, ich. Hört doch mal auf! Die schießen einfach durchgehend auf mich! Macht euch bereit! Okay, jetzt seid ihr am Arsch, jetzt seid ihr am Arsch, Freunde. Oh, jetzt habt ihr ein Problem. Jetzt habe ich euch. Die Segel einholen! Feuer! Schieß dahin, Sir! Feuer! Bereit zu feuern, Sir! Feuer! Da ist Ihre Schwachstelle! Feuer! Jetzt habe ich euch, ihr kleinen Assis. Feuer! Sie dort, Sir! Das wird. Da gehen Sie runter! Sie erledigen! Okay. Natürlich ist das Schiff nicht mehr da. Leckt mich doch. Das finde ich jetzt scheiße. Ich habe noch extra gekämpft. Und jetzt ist es weg. Was ist denn damit passiert? Naja, egal. Kümmern wir uns darum, dass wir das Fort erobern. Mann, das hätten. Ich hätte die einfach zerstören sollen. Einfach das. Ich bin gerade jemand runtergesprungen. Und hätte einfach das Zeug behalten sollen, was da im Meer geschwommen ist. Fertig ist. Naja. Ach, guck mal, wie gut ich fahren kann. So viele Segel, wie ihr könnt. Yeah. Alle Segel klar zum Bereit machen für Aufschlag. Nein, 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 ich wollte aussteigen. Wir zerschellen an Lanzer. Ohne mich. Tschüss. Wir kommen zurück, Sir. Sofort jetzt rückwärts. Kann man rückwärts fahren mit dem Boot? Ich glaube nicht, ne? Nicht so präzise. Ich habe Cheetah an meinem. An meinem Board. Ja. An meinem Clipboard habe ich Cheetah. So. Ich weiß zwar nicht, wo die Jungs herkommen, aber meine Jungs sind auf jeden Fall schon mal drin. Es ist schon mal gut. Wie komme ich da rein? Haha! So, wir müssen Le Capitaine hier von dem Scheiß hier töten, ne? Optionale Ziele. Mit dem Mörser das Fort beschädigen. Warte, was? Hä? Stand da nicht gerade noch was anderes? Den Offizier mit einem Sprintattentat töten. Da stand doch gerade noch was anderes! Ihr wollt mich verarschen, oder? War das jetzt gerade ein Troll? Okay, Sprintangriff. Sprintangriff. Sprintangriff! Sprintangriff! Aha, mit dem Mörser das Fort beschädigen. Tschüss, Maus. Mit dem Mörser das Fort be. Habe ich Mörser? So ist halt hätte. Okay. Hätte der Mörser auf meinem Schiff sein müssen? Ich sehe hier sonst keinen Mörser. Ich könnte da hoch, ja. Aber ich glaube, das ist mein Aufgabenziel. Ja, ist ja gut. Das explodiert mir alles. Dude, hast du hier Mörser gesehen? Oder nicht? Ah, die Kiste. Aus dem Weg. Haha. So, Mörser? Hm. Ich glaube, der Mörser hätte auf meinem Schiff sein sollen, oder? Ich glaube, ich kann auf meinem Schiff einen Mörser platzieren.
Anders kann ich mir das jetzt nicht erklären, was ich hier machen soll. Genau. Oh, ich habe hier einen Captain umgebracht und alle sind jetzt plötzlich so. Oh, sie werden uns alle töten. So. Na gut. Nun hallo, Eure Exzellenz. Ich hörte schon, ihr wärt vielleicht hier. Ich kenne dein Gesicht, Pirat. Doch dein Name war beim letzten Mal nur geliehen. Ah, ich erinnere mich. Mr. Duncan Walpole. Ich vermisse ihn. Also, was macht ein Templer-Großmeister so weit entfernt von seinem Castillo? Das verrate ich ungern. Und ich schneide dir ungern die Lippen ab und stopf sie dir ins Maul. Vor 2 Jahren setzten wir eine Belohnung auf den Kopf des Weisen aus. Und nun hat ihn wohl jemand gefunden. Dieses Gold ist das Lösegeld. Wer fand ihn? Ein Sklavenhändler namens Lawrence Prince. Er lebt in Kingston. Diese Geschichte ist gut, Horace. Und wir helfen gern, sie zu beenden. Doch wir tun es auf unsere Weise. Mit deiner Hilfe und deinem Gold. Okay. Wir lassen ihn mal leben. Wir können ihn auch erstechen und ihm sein Gold klauen. Just the tip. Mission beendet, war voll leicht. Ich habe keine Ahnung, was mit diesem Mörser los ist. Leute, schreibt mir in die Kommentare, was für Mörser. Kann ich einen Mörser auf mein Schiff platzieren? Ist das so? Keine Ahnung. Na ja, weiter. So. Wieder ein Gebiet eingenommen. Wieder tausende Sachen. Ich weiß nicht, was von denen wichtig sein könnte. Tortuga! Oh, ich will nach Tortuga! Wie cool ist denn das? Da ist ein Haus. Was ist das? Lagerhaus. Das Lagerhaus von Tortuga. Okay, wir können tatsächlich rein zoomen und gucken, was es da so Schönes gibt. Was ist hier so los? Hier ist ein Schiffswrack. Ich frage mich, ob die ganze Insel hier erkundbar ist oder wirklich nur so ein Teil. Eine Petit-Kaverne, aha, was auch immer. So, nächster Halt dürfte Kingston sein. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall zwischendurch ein Fort einnehmen. Zeige ich das? Möchte ich sehen, wie ich Noob nichts hinkriege? Oder möchte ich zeigen, wie ich Noob nichts hinkriege? Ja, das ist hier die Frage. Warum sind hier so viele Forts? Warum muss ich so oft segeln? Okay, wir segeln erstmal dahin auf jeden Fall. Komm, was soll's. Wir machen dir keinen Ärger mehr, Captain. Das sieht so lächerlich aus. Naja. Ich würde gerne aufs Schiff zurück. Ja, gut, dann springe ich halt. Ich habe gerade gemerkt, dass unser Schiff nicht wirklich kampftauglich ist. Kann ich es hier nur reparieren? Ich weiß, was ich machen kann. Wir werden ein Schiff entern. Dann können wir nämlich automatisch reparieren. Ja, okay, Schiffchen. Hier sind zwar verdammt viele, aber ist mir egal. Und rammen wäre, glaube ich, jetzt gerade keine so gute Idee, ne? Ganz geschmeidig. Wir wissen nicht, was auf sie zukommt. Ah, eine Welle! Boom, hallo? Boom? Boom? Hey, boom? Boom? Ah. Aha. Warten auf dein Zeichen! Feuer! Ihre Schwachstelle ist ungeschützt! Schießt! Feuer! Bam! Direkt mal aufs Maul. Ich werde es sowieso nicht überleben, also. Dann ist wenigstens mein Schiff repariert. Aber ich kann trotzdem es versuchen. Die Monsterwelle. Oh, jetzt stirbt das auch noch. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Oh Gott. Haltet euch fest. Ein Treffer und wir liegen bei Davy, Captain. Wir sind schwer getroffen. Wir gehen gleich unter. Warum kommt jetzt auch noch so ein Sturm? Jetzt sind die auch noch zu zweit. Das ist nur so eine
Ja. Davy Jones hasst mich. Davy Jones hasst mich. Das muss es sein. Aber jetzt ist mein Schiff wenigstens repariert, ne? Ja, gut. Okay. Das war nur der Plan. Schiff reparieren. War natürlich von Anfang an geplant, dass wir verkacken werden, weil, ey, ganz ehrlich, wir haben nichts verloren. Wir haben ein repariertes Schiff bekommen. Na, sieh mal einer an, was da ist. Eine Festung. Stufe 32. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Neun. Das ist Fort Knox. Okay. Fight. Wir sind so tot. Wir sind so tot. Wir sind so tot. Nach rechts, links, irgendwas. Okay, wir werden das schon schaffen. Es sind zwar 1 Milliarde Gegner hier. Aber ich bin ein Profi. Das müsstet ihr wissen. Oh Gott. Ducken, ducken, fahren, ausweichen. Was? Die Festung will uns entkommen? Das will ich aber sehen, wie wir es hinkriegen. Nein, ich fahre auch direkt rein, ne? Oh. Diesen Bereich neu aufbauen. Okay, ich lieg gleich unter Wasser. Ich glaube, ich bin doch wirklich nicht in der Lage dazu, so eine Festung anzunehmen. Ich meine, ich kann es gerne versuchen, bis wir sterben. Aber naja. Eine Salve genau da rein. Sie feuern, Sir! Feuer! Aufpassen! Feuer! Nein! Nein! Ich bin so scheiße! Ich bin so scheiße! Aber ich kann's auch schaffen! Ich kann's auch schaffen! Okay, ich kann's auch schaffen. Wir segeln dran vorbei. Wir segeln dran vorbei. Ich komme wieder. Ich glaube, ich muss erstmal versuchen, meine Ausrüstung zu verbessern, bevor ich dann so etwas wage. Das wäre nicht schlecht. Ja, ich fahr einfach dran vorbei. Komm, YOLO. Das schaffen wir, ne? Ja, wie sollen die uns erwischen? Ich bin Sonic. Sogar noch einen gerettet zwischendurch. Ich komme wieder, Ladies, ich komme wieder. Lass mich doch einfach vorbei. Warum greift ihr mich an? Ja, die Piratenflagge. Weil meine Leute Idioten sind. Hey, lass uns doch mit der Piratenflagge durch die Gegend fahren, damit jeder weiß, dass wir Piraten sind. Dass wir nirgendwo an Land gehen können, ohne getötet zu werden. Oh, naja, ich bin dran vorbeigesegelt. Komm, Dude, komm mit. Arrivederci, Kollegen. War mir eine Freude. Marineauftrag. 32. Ich glaube, 32 ist heftig. Das war close. Ich will einfach nur ganz geschmeidig an denen vorbeisegeln und die greifen mich an. Was sind das für Arschlöcher? Es ist so, als wenn zwei Katzen nicht aneinander vorbeigehen können, sondern sich einfach gegenseitig zerfleischen, bis einer tot ist. Finde ich nicht nett. So. Was ist denn das für ein Ort? So ein bisschen Sand ist das. Ihr seid nicht böse auf mich, oder? Waren sie mir hinterher, weil sie böse auf mich sind? Nö, nö, das geht, das geht. Nicht gegenfahren. Hallo, Bobby? Wollte mich platt machen, das Viech wollte mich platt machen. Aber wir haben es geschafft. Ich muss hier an Land gehen und eventuell mein Schiff ein bisschen aufrüsten. Muss auf jeden Fall, wenn ich heute Abend ein bisschen Assassin's Creed für mich alleine spiele,
muss ich definitiv versuchen, zumindest ein bisschen Ressourcen zu sammeln, um mein Schiff zu erweitern, damit wir auch wirklich solche Festungen einnehmen können. Der 32 ist natürlich heftig, ja, klar, habe ich gesehen. Aber es war gar nicht mal so schlecht, außer dass ich natürlich so komplett unkoordiniert reingerast bin. Wie so ein Loop. War das eigentlich ganz gut. So. Kingston. Wenn es hier Strom und Internet geben würde, ich würde hier leben. Ansonsten nicht. So. Kann ich hier irgendwo mein Schiffchen aufrüsten oder so? Ja, geht das? Du. Haha. Require my services. So, ich möchte kaufen. Ja, das kann ich alles nicht. Das muss ich besorgen. So Breitseitenkanonen. 13 Breitseitenkanonen mit mittelstarker Feuerkraft auf jede Seite. Oh, Jagdkanonen. Wo gibt's hier Mörser? Da, Mörser. Ah, tatsächlich. So, jetzt haben wir die Mörser. Ist ein bisschen spät dafür, aber ist halt gar nicht. So verstärkte Ketten. Ich kann sie nur. 6000! Nö. Ich will erstmal stärkere Kugeln haben. Das ist, glaube ich, wichtig. Und dann haben wir tatsächlich eine größere Chance gegen das komische Festungsviech, als wenn wir so jetzt rumlaufen würden. Stärke der Drehbasen. Oh. Ich muss komplett alles aufrüsten. Wird so teuer. Schwere Kugeln. Ich hatte doch keine schweren Kugeln. Ah! Tauchglocke. Voraussetzung. Ah, okay, okay. Lager für schwere Kugeln. Mit diesem Lager können auf der Jackdaw beträchtliche Mengen schwerer Kugeln untergebracht werden. Ja. Frachtraum. Harpunen. Ne, harponieren. Panzerung des Beiboots. Ich habe ein Beiboot? Okay. Schwere Kugeln. Schwere Kugeln richten verheerenden Schaden beim Gegner an, allerdings nur auf kurze Distanz. Sehen Sie mit R zur Seite und drücken Sie RT, um zu schießen. Ja, aber das sind doch die normalen Kugeln. Wie schalte ich auf die schweren Kugeln um? Wahrscheinlich wie Munition, ne? Nach unten drücken. So, Schiffi, geht's besser. Mehr wollen wir gar nicht. Mutually agreeable, I'm sure. Es scheint, als könntest du Hilfe bei der Flucht brauchen, mein Freund. Nö. Gut, Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns morgen an einer vielleicht erfolgreicheren Folge wieder, wo wir nicht die ganze Zeit sterben und ja, mal gucken. Drei-Schiff-Subgrapes erwerben. Cool. Haut rein, euer Zero. Tschüss. Und denkt dran, Freunde, wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt mir doch ein Like. Das hilft nicht nur meinem Channel, sondern meiner Potenz. Haut rein. Tschüss.